Na, du Kerle. Er ist nicht da. Finde ihn nicht mehr. Ich mal wieder Sphere. Und diese habe ich jetzt gewunken. Komisch. Ork-Krieger, Ork-Krieger. Ork-Krieger. Na du, wo bist denn du? Oder wurde er gerade gekillt? Wilder Ork, wilder Ork. Sein. Scheinbar ist es einfach nur Helluland eingezeichnet, mehr nicht. Wir schauen mal hier unten. Ja, wo ist er denn, ne? Wo ist er denn? Ist aber gar nichts. Das sind keine Orks. Wie lange geht es so, bis er da wieder spawnt? Ich hoffe nicht lange. Gestein. Sehr schön. Wieder ein Magnetstück. Jetzt haben wir 82. Cool, cool. Ab 500 kann man, glaube ich, die erste Quest erledigen. Die zweite braucht dann, glaube ich, 5 Bahnen oder so. Alle 500. Nö, wahrscheinlich kurz besiegt worden. Noch ein Gestein. Wieder ein Magnetstück. Die werden immer wie häufig. Früher hatte ich immer Gesteine gefunden. Stein einfach, oder wie die heißen. Fels, genau, Fels. Immer nur Fels gefunden. Und jetzt kommen die eigentlich fast hier immer. Wie
kann der ganz Helu landen. Ja. Da ist ein für den Edelstein ein Sockel. Vielleicht da oben irgendwo? Nö. Die Sichtweite ist halt auch nicht so hoch. Kann man... Ich konnte beim alten Client das umstellen. Bei Steam habe ich es jetzt noch nicht gefunden. Aber das wird wahrscheinlich sein. Cool. Okay, komm. Das ist hier unten drunter. Da kann man sicher runter. Schatz. Ja, 36 hilft mir sehr. Bald werde ich ja Millionär. Jetzt bin ich halb Millionär. Bald Millionär. Na, wo ist er jetzt? Wo? Da unten. Doch mal weiter rüber. So geringe Sichtweite. Grinch Maske. Danke, beim Magier habe ich Weihnachtsmann. Heißt der Rock? Okay, und wer ist denn Trock? Gibt es noch einen? Fast am Strand. Okay. Noch kurz warten. Ja, den werde ich wieder bestehen.
So. Bald kann ich dann noch Geld wieder ausgeben bei Regnum. Da mache ich mal ein paar Erfahrungssachen drin. Und vielleicht ein paar MF, also bessere Items finden und so. Und? Ja. Dankeschön. Ja. Okay. Jo, level du mal ein bisschen. Na, level. Besiegen einfach. Schade, dass man nicht mehr als Level 60 werden kann. So, Mauerprärie. Winlandwald. Das ist einfach der im Wald, oder? Und das ist der. Gehen wir unten durch. Ah, sorry. Irgendwas eingeatmet, das nicht gerade gut ist. Wahrscheinlich wieder die Erdnüsse. Ich bin allergisch auf Erdnüsse von meinem Vater und er muss natürlich trollen und Erdnüsse kaufen. Aber ich war schon allergisch auf Erdnüsse, kann mich nicht mehr so trollen. Nur noch ein paar Nieser mehr nicht. Ja, so hat mein Vater, die wollen eigentlich nur Schlechtes. Nein, er ist nett, aber muss natürlich der Clown spielen und nerven. Ganz Zeit nerven. So haben wir mal einen großen Schritt nach vorne gemacht. Ich hatte lange danach gefragt, ob jemand das macht. Irgendwie sind die Spiele einfach immer bequemer und wollen solche Sachen nicht mehr aushelfen. Verstehe es auch nicht, wieso. Beim Magier ging es sofort irgendwie, aber hier beim Schütze. Nö, kein Bock. Man merkte schon, dass die Menschen immer wieder depressiver werden. Ich habe viel gelernt, weil ich selbst noch ein bisschen depressiv war. Weil ich keinen Sport machen konnte und ohne Sport kann ich nicht leben. Jetzt kann ich gut Sport machen, auch neben dem Game, während dem Hochladen zum Beispiel. Und ich verliere keine Zeit und so. Ist noch recht praktisch. Weil ich merke es, ohne Sport ist ein Mensch einfach nur eine Flasche. Und das merkt man bei Bürokraten oder solche Sachen, die sitzen auch nur noch. Oder viele Gamer. Ja, leider, leider geht die Welt irgendwie ein bisschen zugrunde. Aber ja, man kann gegen eine Übermacht natürlich nichts sagen. Also man ist Regierungsrat oder sonst irgendwie Präsident oder... Aber auch diesem werden viele nicht gehören. Es ist ja schön, dass man gamen kann und im Internet sein kann und so, aber es gibt noch andere Sachen, die wichtiger sind. Ja, wir müssen natürlich nach Monsognir. Und es leckt schon wieder so komisch. Selber.
Nerv nicht. Ich habe 45 FPS. Das kann doch nicht sein, dass es so leckt. Das liegt am Server, oder? An meiner Internetverbindung. Aber 23.000 ist ja nicht schlecht. Also ich kenne viele, die haben noch schlechtere. Bei denen geht alles flüssig. Vor paar Jahren ist man noch mit ISDN rumgezockt. Und heute ist natürlich alles viel wichtiger. Man muss eine Breitband, WLAN und sonst Anschluss haben, damit man zocken kann. Weil die Leute, die Entwickler und so einfach mal nur schlechte Server machen müssen. Es ist ja nicht wichtig und so. Naja. Das geht natürlich nicht. Flasche aufmachen mit deiner Hand. Und ein Weihnachtsbaum. So. Daumen drücken. Und knacksen dabei. Ja. Ich habe das nicht bemerkt. Nein, den mache ich jetzt nicht an. Gleich danach. Der ist wahrscheinlich dort oben. Ja. Der Pfeil zeigt ja auch hin. Sehr gut. Ich habe 286 mit dem. Ja, ist besser, natürlich. Tadachmane. Okay. So, wir gehen jetzt mal kurz zum Schützentrainer und dann ist leider die Aufnahmesession schon wieder vorbei. Aber ich muss das alles noch hochladen können und ja. Eben wenn ich Livestream habe, da habe ich viel mehr Zeit mit euch zu zocken. Da ist möglich. Ich werde mir es umgehend machen. Und ja. Na, neue Grafikkarte kommt ja auch bald. Oder ist schon vielleicht da, wenn ich sie ausgeladen habe oder. Weiß es auch nicht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Titan wird nicht funktionieren mit diesem Netzteil. Spezialist. Yeah. Ich kann auf 4 erhöhen. Brauche ich Adlerauge überhaupt? Jetzt gehen wir mal auf Manöver. Da brauche ich nichts, da brauche ich auch nichts. Und beim Ding brauche ich ja, habe ich ja. So. Spezialist ist passiv. Und das andere Manöver. So. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ja, gute Sicht auf den Charakter wieder mal. Ja, sieht eigentlich grinchig aus. Sieht aus wie den Jim Carrey im Film, der Grinch.
Ja, also. Müde. Bis dann. Tschüss und bye bye. Und Dankeschön fürs Schauen. Tschüss.